Schauen wir mal da rein. Ich glaube. Doch, ich bin ja richtig. Achso, ja, ach, da kommt erst wieder später wach. Psst, bitte weg, donnert nicht auf. Nach dem Kampf gegen einen schrecklichen Gegner fiel eine tiefe Verzweiflung. Alles nur wegen du, Donper. Bist du derjenige, von dem Donper sagte, er würde kommen, um nur Donper zu bestrafen? Ja, da bin ich. Donper hat lange Zeit auf dich gewartet. Donper weiß, dass er Donper als Kind zu sehr verhätschelt hat. Es bereitet ihm so viel Schmerz. So wie die Dinge momentan sind, kann er nicht sterben. Wenn jemand Donper die Augen öffnet, kann Lunper vielleicht wieder ein guter Ort werden. Dann werden wir uns mal darum kümmern. Moment, wie schaut's mein Chin nochmal aus? So. Gut, das passt. So, und jetzt hinten rum. Ah, verdammt, das habe ich vergessen. Nein, Schmarrn. Ja, wenn man Tankkarte im Licht macht, dann... Ja, Moment. So, jetzt da. Ich brauche Fänger. Und heute mit dem Schlüssel. Ding, ding. Geil, jetzt ein Schlüssel. Nee, verdammt. Ist meine Schicht schon vorbei? Ja, ja, hau ab. Moment mal, wer seid ihr? Euch habe ich hier noch nie gesehen. Eindringlinge! Kommt schon, ihr werdet euch mit mir auseinandersetzen müssen. Räuber erscheint. Das dürfte jetzt wieder ein schnelles Vergnügen werden. Sind das für uns? Und für ihn eher ein schnelles Ableben. Doin! Aua! Toll! Hoffentlich. Und das war's. Nicht meine Leiche ist da. Und da lang? Nein. Ja, da lang. Oh Gott. Vielleicht verwirrend? Da lang? Nein. Ach, das sind die ganzen Abkürzungen. Ah. Da lang. Wirbelwind. Huch, so. Ach, man sieht ihn nicht. Na. Da habe ich noch Enthüllung. Jetzt sieht man ihn. Tada, und rein damit. Ach genau, das auch noch. Und ein Monster und ein Rattenkrieger. Und der muss jetzt sterben. Ganz einfach. Die mit den Rauchpumpen. Das nervt doch nur. Geh sterben. Dann nochmal Wirbelwind. Hm? Ah. Wie kommt man durch? Dumm. Ah, hier ist nichts, aber in der Mitte. Dadam. Ein Kraftbrot. Ah, und ein Kobold. Kobold, verschwinde. Du hast hier nichts zu suchen. Und tschüss. Dann... Ah, die Kiste. Schieb. Oh, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich muss jetzt nämlich ganz nach unten. Und da fährt sie dann runter und wir können weiter hüpfen. Da haben wir uns sozusagen auch eine kleine Abkürzung geschaffen. Wenn wir denn je ankommen. Tun wir sogar. Doch, jetzt da. Und das ist auch... Hey! Kein Kobold auffällt. Das ist ja die Höchststrafe. Nicht einfach zu schlagen, hallo? So, ach nein, Schmarrn. Ich wollte eigentlich nur kurz ihn heilen. Ne, ist Maya nicht geheilt? Tatsache, wann haben wir denn das gemacht? Ach nein, gleiches Prozedere? Ja, ist klar, jetzt kommt natürlich mehr.
halt. Machen wir es ein bisschen sparend. Da kommt sowieso nicht mehr dran. So. Und so. Gaia! Nein, nicht so effektiv. Sturmblitz! Ein bisschen besser. Die eine Rattenkrieger wollte nicht mehr. Tundra! Und Hitzesturm. Brav. So, dann hier. Wirbelwind. Lulu. Oh, Enthüller. Oh, eine Enthüllung. Es ist ein Hebel. Hätte das jetzt gedacht. Dich heilen. Und ab geht's. Ist schon Essenszeit? Wer bist du? Hamed. Ivan, bist du das? Diese Leute, sind sie Freunde von dir? Mr. Mile. Dann hat deine Reise also begonnen, Ivan. Ich bin zwar etwas spät, aber ich bin gekommen, um euch zu retten. Das hättest du nicht riskieren sollen, Ivan. Halt! Keine Bewegung! Na, du schleimiges Etwas. Dodonpa! Tut mir leid, dass ich diese sentimentale kleine Wiedersehensfeier so abrupt unterbrechen muss. Das muss deine kleine Ratte Ivan sein. Du hast ja immer behauptet, er würde kommen, um dich zu retten. Sindian ist doch noch ein Kind. Aber wenn man bedenkt, wie weit diese Kinder gekommen sind. Hey, wenn wir nur Kinder sind, was müssen dann deine jämmerlichen Diebe für einen Haufen fußlammer Maultiere sein? Wie vollkommen muss man sein, um Lösiger zu nehmen und die Geisel dann nicht freizulassen? Ich verstehe, du hast also Lyanna erpresst. Wir bringen Hamed jetzt wieder nach Hause. Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen. Ich betrachte Hamed gerne als meine kleine goldene Gans. Du dreckiger Abschaum. Mich zu beschimpfen wird dir auch nicht helfen. Ich gebe Hamed nicht auf. Du dann passiert an einem Hebel. Diese Falle hier bezeichnet das Ende eurer kleinen Glückssträhne. So, jetzt kommt ein ganz nettes Monster. Seid bereit, Monsterfutter zu werden. So, wie ist es nochmal? Krötenmulch erscheint. Okay. Verteidigen. Ein Angriff. Bisschen schneller. Und ein Angriff. Ramit. Okay, Verteidigung steht. Die erste zumindest. Bisschen schneller sind wir auch. Okay, der erste Angriff. Dunkelsegen. Au! Fies! Sehr schön gelähmt. Ach verdammt, genau, der kriegt immer KP. Dazu, dann machen wir jetzt hier Knospe, weil wir so viel KP fehlen. Dann machen wir hier eine Esse. Dann machst du hier Böe, das ist sowieso gerade paralysiert, dann kannst du Pin machen. Ding 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 ding! Böe! Und Pin! Hui! Esse. Noch mehr Angriff. Immer noch paralysiert. Nicht mehr gelähmt. Dann machen wir langsamer. Fieber. Krise. Nebel. Kill, 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 kill. Uns verteidigen. Nebel. Ah, schon wieder im Dunkel sehen. Gut, warum sitzt so viel ab? Kiesel. Was haben wir denn noch? Blut. Mistral.
Quelle wäre nicht schlecht. Mistral. Nee, verdammt, nicht paralysiert. Quelle. Dum 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 dum. Blut. Dum 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 dum. Oh nein, Dunkelsegen. Okay. Dann meine mächtigsten Beschwörungen halt. Halt. Du der. Du der. Und das hohe Gericht verurteilt dich zum Tode. Naja, doch nicht ganz. Ich schwinge meinen Hammer und... Reicht noch nicht. Dann dich eben. Und hol das Ding von mir runter. Wie ist du dann unter das Monster geraten? Er hat wieder versucht, einen seiner fiesen Tricks anzuwenden. Als Dodonpa sah, dass ein Monster den Kampf verlieren würde, er hatte versucht, sich hinter euch zu schleichen. Nur eine Sekunde später und ihr wird Geschichte gewesen. Du dreckiger Wurm! Dodonpa, du bist verfault bis ins Innerste. Ja, ist gut. Es tut mir leid. Jetzt hol das Ding von mir runter. Holt das Ding von mir runter? Ich weiß nicht, das Ding sieht für uns schwächliche Kinder viel zu schwer aus. Was sollen wir tun, Kaede? Sollen wir versuchen, es zu bewegen? Ach, von mir aus. Wir sind ja nett. Und zurück. Achso, Moment. Jetzt. Wir sind zu stark. So, jetzt alle wieder auf die andere Seite formatieren. Formieren. So, du solltest jetzt wieder aufstehen können. Ich kann nicht. Ist dein Bein gebrochen oder was? Es ist nicht gebrochen, ich kann gleich wieder stehen. Dem Himmel sei Dank. Was meinst du mit dem Himmel sei Dank? Hat er nicht gerade erst versucht, uns zu töten? Können wir nicht einfach vergeben und vergessen? Dodonpa hat euch entführt, schon vergessen? Oh ja, stimmt. Ach, da war was. Das ist ein Gedächtnis. Kriegt euch wieder ein, Leute. Aber Hamid ist jetzt wieder in Sicherheit. Ja, aber glaubst du wirklich, Dodonpa wird sich ändern, wenn Hamid ihn verzeiht? Ich frage mich. Wie sieht das aus, Dodonpa? Er sagte bereits, er würde nichts tun. Natürlich sagt er das. Er will, dass wir ihm vergeben. Was denkst du, sollen wir mit ihm tun, Pasi? Wir sollten ihn hier einschließen, so wie er es mit Hamid gemacht hat. Nein, wie könnt ihr nur so grausam sein? Oh, aber du hattest kein Problem damit, so grausam zu Hamid zu sein. Was sollen wir tun, Kaede? Sollen wir Dodonpa einsperren? Ja, das machen wir. Das geschieht dir recht, du kleine Ratte. Papa! Dodonpa, du jämmerliche Gestalt! Ich habe dir schon immer gesagt, wer anderen etwas Böses antut, dem werden auch andere etwas Böses antun. Du musst alle deine Missetaten wieder gut machen. Es tut mir leid, dass ich dich so verwöhnt habe. Sieh doch nur, was du alles angerichtet hast. Siehst du, es ist alles nur deine Schuld. Genau, daher wird dir das hier mehr wehtun als mir. Das meinst du doch nicht ernst, Papi. Und ob. Du wirst hier einige Zeit verbringen und darüber nachdenken, was du getan hast, junger Mann. Dodonpa hat jede Menge Schaden gerichtet, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht.
Ich muss mich wirklich dafür entschuldigen. Danke, Donpa, aber ihr müsst euch nicht entschuldigen. Dann vergebt ihr mir? Dir schon, dem kleinen schmierigen Etwas da unten nicht. Da freut er sich. Mir tut all der Ärger sehr leid, aber ich habe ja noch eine Bitte. Die da wäre? Eine Bitte? Ich weiß nicht, wie ihr hier reingekommen seid, aber geht bitte auf die gleiche Weise wieder zurück. Wie? Donpa, habt ihr nicht gerade eben gesagt, ihr würdet Donpa einsperren? Dann müssten wir uns nicht wieder hinausschleichen. Einige von Donpas Gefolgsleuten sind ihm noch immer treu ergeben. Es beschämt mich, das zu sagen, aber sie würden mir nicht gehorchen. Wenn diese neue Diebesbande Hamid in der Festung sieht, würden sie ihn angreifen. Und sie würden kommen, um seine Zelle zu kontrollieren, nicht wahr? Ich verstehe. Dann würden sie auch Donpa wieder befreien. Und dann würde er sofort nach Calais aufbrechen, um Rache zu nehmen. Ich verstehe. Ja, ihr habt recht. Es wäre schrecklich, wenn Calais angegriffen würde. Dann müsst ihr gehen, solange ihr noch könnt. Ihr meint, auf der Stelle? Ich hörte von eurem Eindringen, daher habe ich innerhalb der Festung einige Gerüchte verbreitet. Gerüchte? Ich sagte, Räuber hätten sich eingeschlichen, um Hamid zu entführen, aber sie hätten versagt und wären wieder davongelaufen. Warum in aller Welt habt ihr das getan? Jetzt werden sie überhaupt niemanden mehr hier herunterlassen. Außerdem sind viele von Donpas Leuten ausgezogen, um nach den Eindringlingen zu suchen. Donpa, ihr seid ganz schön ausgefuchst. Ich dachte mir, ich könnte versuchen, euch zu helfen. Donpas Leute sind vor. Das ist unsere Chance, die Flucht zu ergreifen, oder? Ja! Auf geht's. Solange wir noch können. Wenn du Donpa jemals wiedersehen solltet, wird er ein anderer Mensch sein. Ich habe es kapiert. Ich werde nie wieder böse sein. Lasst mich endlich raus. Du warst noch gar nicht richtig drin. Achso, kann ich? Ach nee, doch nicht. Ach, das macht jetzt alles automatisch. So. Na gut, ich... Höhle von Westlundpa. Mal kurz speichern. Do 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 do.